Der Sensenmann war so glücklich, dass er der Stadt eins seiner wertvollsten Geschenke hinterließ. Ein Stundenglas. Ein Stundenglas? Wofür? Das Stundenglas holt unsere toten Verwandten als Geister zu uns, damit sie uns einen ganzen Tag lang besuchen. Japp, einmal im Jahr können wir jeden, der gestorben ist, dazu bewegen, uns zu besuchen. Du meinst, meine Eltern kommen zurück und sie besuchen mich? Und was muss ich dafür tun? Naja, du müsstest einen Altar für sie bauen. Jeder in der Stadt macht das am 2. November. Ja, zeig mir wie. Bitte, bitte. Vergiss nicht, was Nana zu uns gesagt hat. Helft Salma niemals, einen Altar zu bauen. Es ist nur zu ihrem Wohl. Aber warum? Weil du keine Vorstellung hast. Das ist vielleicht der Anfang vom Ende. Petro, mach dich nicht über Nana lustig. Test, Test, ist das Ding an? Es ist eine Ehre und ein Privileg, euch bekannt zu geben, dass die Feierlichkeiten zum Tag der Toten jetzt beginnen. Einmal im Jahr können wir jeden, der gestorben ist, dazu bewegen, uns zu besuchen. Du meinst, meine Eltern kommen zurück und besuchen mich? Und was muss ich dafür tun? Du verstehst die Kräfte nicht, mit denen du herumspielst. Man darf die Toten nicht einfach rufen. Das ist kein Kinderspiel. Der unschuldige Wunsch eines kleinen Mädchens wird zur Wirklichkeit für sie und ihre Freunde. Seid ihr soweit? Ja. Bereit. Ich wusste es. Ich wusste es. Es wird funktionieren. Scheiber. Nein! Auf einmal finden sie sich in einer magischen Welt wieder. Wo sind wir? Ich weiß nicht mal, ob wir noch am Leben sind. Pedro, Vorsicht! Ah, Spinnen! Wo sie neuen Freunden begegnen. Hallo, kleiner Fratz. Oh, er ist so süß. Und furchteinflößenden Geistern. Schon, Jungs. Begleitet uns zu einem einmaligen Abenteuer des Herzens. Ich liebe euch, Jungs. Salmas Geheimnis. Den haben wir aber gezeigt, wer wer ist. In diesem Herbst im Kino.